Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Pole Dance Tutorial hier bei Crazy Sports Art School mit mir, Nadine Rebe. Heute möchte ich euch den Reverse Spin zeigen und wie ihr ihn Stück für Stück so erlernen könnt, dass ihr A auf eure Schulter aufpasst und B auch ein bisschen diesen Schiss verliert, so oh Gott, ich springe von der Stange weg und ich sehe eigentlich gar nicht mehr, woran ich mich festhalte. Zunächst mal bietet es sich an, den Reverse Spin aus einem ziemlich früh schon bekannten Spin zu machen, nämlich dem Chair Spin. Wir lassen uns in die Drehung fallen und landen auf den Zehenspitzen. Wie kommt man jetzt vom Chair aus langsam in den Reverse? Wenn wir den Chair so machen, dass wir richtig schön Spannung in den Körper bringen, und dann in der Drehung die Sicherungshand, die vor meinem Bauch verläuft, loslassen, passiert genau das, was wir erst vermeiden wollen. Der Körper bricht aus. Das sieht so aus. Ich nenne das immer ganz liebevoll und meine damit mich selbst auch. LKW schert aus. Der untere Teil unseres Körpers überholt den oberen Teil. Das ist im Normalfall nicht gewollt. Aber wir können es nutzen, um uns langsam daran zu gewöhnen, dass die Stange sich beim Reverse Spin hinter unserem Körper befindet. Und ich nehme ordentlich Schwung und ich löse und ich fliege an der Stange vorbei. Das hat noch nicht so viel oder noch nicht hundertprozentig was zu tun mit dem Reverse Spin, weil ihr so ein bisschen mit der Schulter an der Stange landet. Aber es ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit zu testen, ob die Hand die Stange sucht oder ob sie sie findet. Die Stange wird von der Hand gefunden, sieht folgendermaßen aus. Aus dem Chairspin. Ihr lasst die Hand, die Sicherungshand, die im Chairspin vor dem Bauch verläuft, fallen und macht gar nichts mehr. Und einfach nur in der Drehung findet die Stange von alleine zur Pole. Die Stange wird von der Hand gesucht, sieht folgendermaßen aus. Aus der Angst heraus, dass man sich vielleicht mit einer Hand nicht so gut halten könnte, sucht man die Stange, verkruxelt sich, verknotet sich und kommt nicht ordentlich in den Schwung. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns einfach fallen lassen. Es reicht vollkommen, wenn ihr hier loslasst und vielleicht hier landet. Das heißt, dieses Vertrauen zu sich zu erarbeiten, ich falle nicht postwendend runter, sobald ich die zweite Hand von der Stange löse, sondern ich kann mich weiter drehen, wenn ich die Schulter schön auf Spannung halte, SPD, Shoulders Back and Down, Brustbein nach oben und komplette Spannung. Dann können wir schon anfangen, dass wir tatsächlich nur von Anfang an eine Hand dran haben und noch nicht ganz außen rum fliegen mit dem Körper. Sieht dann so aus. Inneres über Äußeres, nach vorne und nach hinten greifen. Und tief. Geht. Inneres über Äußeres. Ich ziehe die Schulter nach hinten. Ich spanne die Flanke an. Ich ziehe den Bauchnabel nach innen. Und ich lasse mich fallen und versuche erst dann zur Not die Hand mit hinzunehmen. Wenn ihr hier schon genügend Vertrauen gefasst habt, könnt ihr jetzt anfangen, wirklich schön Schwung zu holen. Ihr könnt dabei mit dem äußeren Bein einen Schritt nach vorne machen oder mit dem inneren. Seite.
jetzt das Innere zuerst auf. Das innere Bein macht einen Schritt nach vorne. Schaut, dass das innere Bein euch durch den Schritt nach vorne schon mit dem Oberkörper nach vorne zieht. Nicht nur Schritt und möglichst das Bein an die Pole hauen, sondern Schritt richtig schön vor, sodass ihr hier einen großen Abstand zur Pole habt. Innen, außen und um die Pole herum. Jetzt hatte ich richtig schönen Schwung, dabei ist das meine Zitronenseite gewesen. Wenn ihr euch zurückfallen lasst, landet ihr automatisch wieder im Chair. Außen. Schritt, Zug, drücken und im Chair landen. Innen. Schritt vor, außen rumfliegen. Und im Chair landen. Diese Seite, Schritt. Außen, außen rumfliegen. Und die Hand findet die Stange, aber sie muss sie nicht suchen. Der Zug geht ordentlich auf die Schulter und dementsprechend seid vorsichtig und überansprucht eure Schulter nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.